Hallöchen und guten Morgen in die Runde mit einem kleinen Winker zur Besprechung kurz vor der Markteröffnung. Gestern hat es einen Knall gegeben im Euro-US-Dollar. Das hat ein Kaufsignal ausgelöst, Leute. Ich glaube, ich muss mal wieder hier. Schaut, ja, der ein oder andere wird sich vielleicht noch genau daran erinnern können, als ich über dieses Szenario gesprochen habe im Euro-US-Dollar, dass wir hier möglicherweise vor einem Richtungswechsel stehen. Die Zeichen mehren sich, dass das durchaus passieren könnte. Ja? In unserem Trading-Portfolio sind wir mittlerweile im Euro auch auf der Long-Seite eingestellt. Das wird spannend. Also, wir gucken mal. Es ist auf alle Fälle ein Zeichen da, dass die Kurse weiter steigen könnten mittelfristig. Deswegen heute Euro-US-Dollar auf der Uhr. Daneben US-Dollar, Schweizer Franken mit dem Bruch aus oder unter einem wichtigen Support. Und das Währungspaar Kandollar japanischen Yen habe ich heute auch noch auf der Uhr und natürlich Raum für den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt an dieser Stelle gerne auch wie immer die Einladung, wer einen Wunsch hat, rein in die Chats auf Zoom und auch auf Facebook. Und dann gehe ich gerne auf die ein oder andere Wunschfrage mit ein. Ja. Und danke auch für die lieben guten Morgengrüße. Die gebe ich an dieser Stelle gerne auch zurück. Und einen speziellen nach Köln. Ja, da gibt es heute noch eine tolle Überraschung. Gut, das bleibt dabei. Wir sind am Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir hier an dieser Stelle zu den Tagesnachrichten. Heute nicht ganz so viel auf der Uhr. Am Nachmittag gibt es aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser und die Rohöllagerbestände. Erstes um 16 Uhr, zweites um 16:30 Uhr. Das dazu. Dann gibt es noch eine Rede von EZB-Vize heute Abend um 17 Uhr und am Vormittag, nein, am Nachmittag um 15 Uhr spricht, ja, wen das interessiert, der Bundesbank-Vizepräsident. So die Nachrichten hier an dieser Stelle. Aber das sind meistens, naja, Sachen, da passiert nicht wirklich viel. Aber möglicherweise wird ein bisschen was erzählt über das Thema Eurobonds und. Also nicht Eurobonds, das ist ja noch ausgeschlossen, dieses Thema. Aber das Thema, wie man in der Corona-Krise entsprechend umgeht. Also das heute zum Thema Öl übrigens noch. Gestern gab es ja die API-Rohöllagerbestände. Deutlicher Zuwachs im Vergleich zur Vorwoche. Also wir sehen auch hier, die Kuh ist nicht vom Eis. Also es ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Man merkt es, es wurde weniger abgenommen. Vielleicht hat das ein bisschen was mit den neuen Einschränkungen zu tun. Wir werden sehen, ob das nachhaltig ist oder ob es nur eine kleine Delle ist. In ein paar Wochen wissen wir dazu definitiv mehr. Ja, zu mehr Wissen gehen wir jetzt mal in die Charts. Und bevor wir auf unsere Währungspaare hier an dieser Stelle zu sprechen kommen, bitte, das ist der DAX. Wir haben es gesehen, gestern hier oder vorgestern der Ausbruch über das starke Niveau nach oben. Gestern dann der Schub nach oben, beflügelt natürlich auch durch die guten Nachrichten hier zum Thema, also vom EU-Gipfel zum Thema Finanzhilfen in der aktuellen Covid-19-Sache. Ja, und was ist dann passiert? Dann gab es einen ordentlichen Intraday-Abverkauf. Puh, da muss man sehen, was wird, ne? Also diese Abverkäufe, wenn die bestätigt werden, führen die nicht selten erst einmal zu einem Rücksetzer. Wie tief der kommen kann, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was dahinter steckt, weil die Glaskugel hat keiner von uns, aber wir haben ja Hilfe. Heißt also, wir schauen jetzt kurz den DAX mal unten rein. Wir sehen es an dieser Stelle, dass der starke Aufwärtsschub, also gestern absolut erst einmal hier, die Bullenrallye ohnegleichen, nachdem hier dieses Zwischenhoch von oder diese Marke von 13.000 Punkten nachhaltig überwunden worden ist an dieser Stelle. Ja, und dann stehen wir jetzt halt in einer Situation, wo man auf eine Marke wirklich achten sollte. Und zwar schaut euch mal diesen Bereich hier unten an, das hier, dieses Level, etwas über 13.080 Punkten. Das ist ein Bereich, der hat bis dato gehalten. Ich mache den mal grün als Unterstützung sozusagen.
Jetzt ist natürlich die Frage, bricht es durch, wäre das natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass der Markt erstmal kurzfristig nach unten möchte. Anlauflevel haben wir dann auch da. Nach unten hin zur Unterseite wäre erstmal ganz klar hier Test dieses Ausbruchsniveau um die Marke von 13.000 Punkten. Wenn das nicht hält, dann haben wir hier unten das nächste etwas größere Unterstützungslevel hier um die Marke von 12.800 Punkten. Man muss schauen, was kommt. Ja? Wenn der Markt weiterhin in Kauflaune ist, glaube ich nicht, dass wir so tief fallen werden. Aber es geht ja nicht ums Glauben, sondern darum, wo wir günstige Marken haben, um unsere Positionen sozusagen zu steuern. Und da haben wir natürlich das Ganze hier. Eine Kleinigkeit gibt es noch hier zwischendrin. Dieses kleine Zwischenlow, was wir hier haben. Wartet mal, ich mache mal kurz den Lower Timeframe an. Schaut mal hier, das ist der Schwungkreis nach oben. Hier sehen wir das erste Support-Level. Das haben wir ja schon mal getestet. Und hier unten nach diesem Ausbruchslevel haben wir trendtechnisch das Zwischentief bei 12.000, ja, knapp 950 Punkten, die im DAX durchaus eine Rolle spielen könnten, wenn wir hier nachhaltig nach unten gehen. Wir werden sehen, was kommt. Kurse über dem heutigen Tageshoch lassen das Bild schon wieder deutlich besser ausschauen, weil wir sehen es ja hier, dieser kleine Trend nach unten, der die Gegenbewegung zu diesem starken Schub gestern eingeleitet hat. Das kleine Zwischenhoch hier ist schon wieder rausgenommen, deswegen ist dieser Trend hier in blau gekennzeichnet oder diese Linien in blau gekennzeichnet. Noch ist es ja kein Trend. Wenn wir hier oben drüber laufen, das heißt hier oben drüber über diese Marke, über dieses Zwischenhoch etwas über 13.170 Punkten, dann haben wir gleich wieder den Aufwärtstrend und dann werden doch die Szenarien zur Oberseite Richtung Allzeithoch wieder laut. Also bitte, ihr habt euch nicht verhört. Ich spreche wirklich auch hier vom Allzeithoch. Trotz der gesamten Umstände, die wir hier momentan haben, ist der Markt sehr, sehr gut gelaunt und es ist halt nicht auszuschließen, dass der Markt einfach dort hochläuft, weil wir einfach so viel Geld und so viel Unterstützungsmaßnahmen momentan in den Märkten sehen. Und der Markt spiegelt ja immer die Zukunft. Der handelt ja selten oder eigentlich nie die aktuelle Situation, sondern immer das, was in der Zukunft kommen kann. Und das schaut aktuell so aus, als wenn der Markt doch optimistisch gestimmt ist, dass man das Problem mit Covid-19 in den Griff bekommt und deswegen eher die Oberseite auch mit angeht. Das haben wir hier sozusagen jetzt mal mit Blick in den DAX. Ja, und wir machen weiter hier an dieser Stelle mit den Währungspaaren. Ich lege mal los. Kann Dollar japanischen Yen, den Euro, das Beste, heben wir uns zum Schluss auf. Wir starten mit Kann Dollar japanischen Yen. Hier an dieser Stelle sehen wir eine schöne Range, eine 4-Stunden-Range. Ja, ich weiß mal wieder an dieser Stelle, wieder Range-Trading. Es ist halt momentan einfach so, ne? Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz auf Tagesbasis an, wie es ausschaut. Hier sehen wir auch, ich habe das mal mit der Trenderkennung jetzt drin gelassen an diesem Punkt. Und wir sehen es hier. Blau nach oben, blau nach unten, wieder blau nach oben. Was denn nun, lieber Markt? Ja, also es ist ein Hin und Her an dieser Stelle und wir sehen es, warum das Ganze so ist. Wir sind halt aktuell, wenn wir uns auch mal das Wochenbild anschauen, schaut euch das mal an, was hier passiert ist. Ganz groß, von oben nach unten haben wir fallende Hochs und wir haben fallende Tiefs. Das steht zur Debatte. Wir haben einen Test gehabt, eines wichtigen Verkaufsbereich und dieser Test wurde direkt nach unten wieder abverkauft. Mit ordentlich Dynamik rein. Das heißt, der Markt will hier noch nicht richtig hoch. Und was wir auch sehen ist, hier im Wochenchart, deswegen blicken wir jetzt mal kurz in den Wochenchart rein. Der Wochenchart ist halt wichtig, weil man dort große Marken sieht. Und je größer die Marken sind, je mehr Teilnehmer werden auf solche Marken in der Regel auch reagieren. Ja, das kann man auch für die kleinsten Zeiteinheiten zum Trading dann benutzen. Man muss aber sehen, wo diese Marken sind, sonst verpasst man diese Level. Und ein wichtiges Level ist momentan hier die Oberseite bei Kursen um die Marke von 79,70 japanischen Yen. Unten drunter sehen wir immer wieder, wenn wir hier grob hier in dem Bereich von, naja, was haben wir hier unten liegen? Das sehe ich jetzt gerade hier im Tageschart nicht. Hier unten die 84, naja, um die 50. Dieser Schwungbereich hier, ja, das ist also nicht immer auf einen Cent hinten dran oder auf die letzte Nachkommastelle festlegen, sondern es sind je nachdem, wie groß die Volatilität ist, sind es immer gewisse Bereiche. Aber wir sehen das Ganze auch hier im Tag. Er schwingt hier hin und her und momentan, und das ist jetzt das Interessante, momentan setzt der Markt hier zum Test der Oberseite an, ne? Wir haben es gesehen, unten kam er raus, lief immer wieder hoch. Und jetzt mache ich mal kurz den kleineren Zeitrahmen an. Und da sehen wir im Tageschart schon, was wir momentan haben. Wir haben hier unten
untergeordnet einen Aufwärtstrend. Und diesen Aufwärtstrend, diesen sehen wir auch in den kleineren Zeiteinheiten. Schaut euch das mal an. Hier sehr, sehr schön die 4 Stunden schön nach oben gerichtet. Und was wir auch sehen ist, dass wir untergeordnet hier auch den letzten Schub noch in einem Aufwärtstrend drinnen sind. Heißt also, wenn sich das Ganze schön nach oben fortsetzt, das heißt, wir hier auch die Positivdynamik erhalten, dann haben wir gute Chancen, hier jetzt mit einem Aufwärtstrend im 4-Stunden-Chart diese Oberseite bei 79,70 rauszunehmen und in den nächsten Bereich reinzulaufen. Wenn wir uns mal auf diesen Abwärtstrend hier beziehen wollen, den wir in den 4 Stunden sehen, wäre mit Bezug auf die Trendhochs auf dem Weg zum aktuellen Hoch da oben etwas um die Marke von 81,50 der nächste Anlaufpunkt hier, die 80,30, diese Marke. Was man so ein bisschen noch beachten kann, ist selbstverständlich hier unten diese Marke, hier das Ausbruchslevel hier, als sich dieser Trend hier unten fortgesetzt hat, da gab es ja noch diesen kleinen, sag ich mal, Zwischenweg hier in diesem Bereich, die 79,94, die sind auch noch da als Wegpunkt nach oben. Aber es sieht gut aus, wenn wir drüber laufen. Ansonsten ist ja in der Range, wenn es nicht zum Bruch nach oben kommt, was uns ja in der letzten Zeit oft passiert ist, dass es einfach einen Abprall gab. Natürlich wichtig, was hier passiert. Kurzfristig, wenn wir uns das Bild mal anschauen, wenn wir hier unten drunter laufen, kurzen Augenblick, da ziehe ich die Linie mal kurz hoch, sollten wir hier unter dieses Level laufen. Ja, das ist halt auch ein wichtiges Kauflevel hier an dieser Stelle, weil sich hier dieser Aufwärtstrend fortgesetzt hat mit dieser schönen Dynamik nach oben. Fallen wir unter die 79, knapp 25, dann haben wir hier einen kleinen Gegentrend und der hat dann durchaus das Potenzial, erst einmal ein Stück tiefer zu laufen, hier quasi durch das Median der Range durch in den Bereich von 78, 74, beziehungsweise dann haben wir schon diesen Supportbereich unten wieder da, wo wir auch ein paar Marke haben, hier namentlich genannt, der nächste wäre dann 78,55. Das sind so die Marker, die wir unten drin haben. Heißt also an dieser Stelle, es kommt drauf an, wie sich es weiterentwickelt. Diejenigen, die ein bisschen ein feineres Gespür dafür haben möchten, die schauen in die 15 Minuten rein und die werden sehen, wo wir gerade verortet sind und dass dieser Bereich, wo der Markt dort oben hängen geblieben ist, durchaus auch das Potenzial hat, den Markt nach unten zu schieben, ja, weil das ist ein kleiner Verkaufsbereich, man sieht es in 15 Minuten, wirklich ein kleiner, ja, der hat jetzt für die großen Zeiteinheiten nicht ganz so viel Relevanz, aber wir sind da oben verortet in einem kleinen und wenn wir hier unten drunter laufen, unter diese Marke hier, dann wissen wir, dass diese kleine Aufwärtsdynamik trendig erstmal vorbeigelaufen ist und der Markt wahrscheinlich erstmal die tieferen Regionen auch anläuft und da gibt uns der kleine Markt einfach so ein bisschen ein, sag ich mal, Ansatzpunkt, um das Ganze zu traden. Und wer das Ganze tradet, auch in dieser kleinen Zeiteinheit, bitte richtet euch in diesen Phasen jetzt nicht an diesen weiten Kurszielen aus. Wir haben gesehen in letzter Zeit, wir haben ja gestern auch die Frage bekommen, warum die Swings momentan nicht so laufen. Die Märkte sind momentan in vielen Charts nicht dazu gewillt, weite Bewegungen ordentlich trendig zu machen. Heißt also, wer hier spekuliert nach unten hin, der kann sich sehr, sehr schön im kleinen Chart an den Zwischenlows orientieren. Und die haben wir hier, schaut euch das mal an, hier unten haben wir die 79,06,07 in etwa. Was hier noch ein wichtiger Bereich ist, hier dieses Drehlevel, dieses Ausbruchslevel hier, die Spike nach oben und dann die Trendbildung hier, durchaus die 79,12 mit aufzubehalten und dann nach unten hin hier haben wir es auch noch liegen, die 78,92, ja, und dann haben wir unten schon das liegen, was wir unten sehen, das haben wir gerade aus der größeren Zeiteinheit genommen, dieses Tief bei 78,74, das sind die Marker, die wir auf der Unterseite im Kleinen sehen, wenn wir tatsächlich den Abprall von oben komplett vollziehen und wieder die Unterseite der Range entsprechend mit anlaufen. Jo, das war Kandollar japanisches Yen. Jetzt schauen wir auf den Bruch im US-Dollar, Schweizer Franken. Endlich mal Dynamik zur Unterseite, ja. Nicht nur anlupfen, sondern auch durchziehen. Sowas wünschen sich die Händler aus diesen Phasen raus, dass wir auch mal langsam wieder so ein bisschen Dynamik reinbekommen. Und genau das haben wir reinbekommen. Wir sehen es hier im Bild aktuell im Tageschart an dieser Stelle hier. Da haben wir den untergeordneten letzten Trendverlauf gehabt, seit dem Zwischenhoch bei ganz knapp 0,95,3. Unten hatten wir einen Boden um die 0,93,76. Der wurde hier oft genug getestet und dann sind wir angestiegen wieder nach oben hin. Aber wir sehen es hier, wir haben halt einfach fallende Hochs auch mit gehabt und gestern ging es dann, wie ich immer so schön sage, mit Schmackes nach unten. Also da war Dynamik da und
Und jetzt wird es echt interessant, weil wir haben hier schon ordentlich Verkaufsdruck nach unten. Hier, schaut mal, ich habe es im Blog auch geschrieben, dieses Level, was wir hier drüben gehabt haben, als der Markt hier so stark nach oben gesprungen ist, um die Marke von 0,93,2, das war hier drüben ein Haltepunkt. Das war er gestern hier auch. Heute drängelt sich der Markt so ein bisschen wieder an diesem Level. Und wenn das durchbrochen wird, das wäre dann die Fortsetzung, die Bestätigung dieses deutlichen Verkaufssignals von gestern. Und dann haben wir die Chance offen, hier durchzulaufen, bis unten hin, um die Marke von 0,91,8. Das ist eine ordentliche potenzielle Geschichte. Und wenn wir uns das mal kurz im Kleinen anschauen wollen, dann sehen wir auch, wie der Markt hier nach unten trendet. Ich mache es mal kurz rein, schaut mal hier. Das ist momentan der Trend, den es schön nach unten schiebt. Der ist intakt. Der kann natürlich auch ohne weiteres korrigieren. Das heißt, wenn wir mal das Thema der Korrektur auch anschauen, wir haben es ja oft genug gehört. Wenn so ein Rücklauf kommt, wird oft das Ausbruchslevel bzw. das Supportlevel nochmal angelaufen. Das wären hier die Marken von 0,93,62 bzw. hier grob im Schwungbereich um die 0,93,76. Das sind die Marker, die wir oben haben. Laufen wir weit zurück, kommt hier auch nochmal die 94, also die 0,94er Marke mit ins Spiel, wenn der Rücklauf kommt. Das Ganze müssen wir aber sehen. Das zeigt uns auch die kleine Zeiteinheit. Und hier sehen wir schon, wie um diese Marke, die 0,93,2, gerungen wird. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im 5-Minuten-Chart an. Einfach nur mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so ein Ringen ausschauen kann. Ne? Und da sehen wir hier momentan auch ganz klar wieder die Situation. Hier, ich zeichne es mal eben ein. Wir haben hier einen Markt, der fallend runter will. Also wenn wir mal wichtige Punkte miteinander verknüpfen wollen hier, diese Marker, da sind wir jetzt kurz drüber gegangen, schon wird wieder abverkauft, das heißt, da unten haben wir so ein schönes Dreieck entsprechend laufen, kurzer Abverkauf, aber wenn wir unten drunter laufen, das heißt, hier ein neues Tagestief machen, wäre das eine Fortsetzung zur Unterseite hin und das können wir dann schön nach unten entsprechend mit begleiten. Wir müssen aber immer im Kopf haben, es kann irgendwann eine Korrektur kommen, das heißt, das Ganze immer bitte schön in Ruhe aufs eigene Setup mit reinpacken, weil ich weiß, viele Trader schauen auch immer auf die Gegenbewegung und da wäre dieser Bereich, wo wir gerade waren, prädestiniert, dass man hier auch einen Ruck in die Gegenseite bekommt, einfach nur, um zu korrigieren, das sind die Marker, die man da auf der Uhr haben sollte, weil das ist halt auch genau der Bereich hier drüben, nein, Moment, wir müssen in den Tageschart rein, hier drüben, wo wir das Ganze schon mal gehabt haben und da haben wir halt die Situation hier in diesem Bereich durchaus das Potenzial, dass hier ein kurzfristiger Support entstehen könnte, aber wie schon gesagt, wenn der rausgenommen wird, auch mit Dynamik, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Markt eher die Unterseite sucht. So, Thema Unterseite damit abgehakt. Wir gehen auf die Oberseite und zwar im Währungspaar Euro-US-Dollar. Und Heidewitzka, da ging es gestern ordentlich zur Sache. Wir hatten darüber gesprochen, diese Marke hier oben um die 1,1422, das war das Zwischenhoch, was eine wichtige, wichtige Marke war. Gestern, wie schon gesagt, der Schub oben drüber, der Trend hier unten, die 1,1422 wurde fortgesetzt, das Jahreshoch wurde rausgenommen, hier das Zwischenhoch und das ist ein deutliches Zeichen, das ist aus rein technischer Sicht ein starkes Kaufsignal. Nächster Anlaufpunkt wäre hier oben die Marke von 1,157 und wenn das rausgenommen wird, längerfristig zu sehen, dann der nächste Punkt hier oben, dieser Verkaufsbereich um die Marke von 1,18. Also da ist viel, viel, viel Dynamik oben drinnen zur Oberseite hin, wo die Käufe den Markt durchaus nach oben ziehen können und das hat unter Umständen auch damit zu tun, dass der Markt hier, sag ich mal, momentan sehr, sehr stark antizipiert, dass wir in Europa einfach deutlich weniger Probleme mit Covid-19 haben, verglichen mit den USA und möglicherweise die europäische Wirtschaft besser aus der Krise rauskommt, zumindest kurzfristig, als das die USA tut. Ne? Wir haben ja die Probleme in den USA momentan da, wir sehen es ja auch sehr, sehr stark und das hat einfach auch was mit der Währung mit zu tun. Das spielen die Währung sehr, sehr stark und das könnte durchaus noch für eine deutliche Ausdehnung der ganzen Sache kommen. Und wer hier auch der Freund ist, Dinge einfach mal auszumessen, wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen. Ich lege es mal kurz rein hier an dieser Stelle. Moment, das war die falsche Richtung. Kurzen Augenblick, ich muss das nochmal rausnehmen. So, also, wenn wir uns mal einfach das ausmessen wollen, was hier unten drunter kam, also was wir hier an Korrekturtiefe haben und diese Korrekturtiefe einfach mal oben drauf setzen auf dieses Kauflevel hier bei 1,1422, dann sehen wir mal locker Kurse deutlich über 1,16,5 und das ist das, was wir tatsächlich kurzfristig in die Planung mit reinnehmen können und
da kommt es jetzt drauf an, wie wir oben, wartet, ich muss das mal ganz kurz rausnehmen hier. Nein, das will ich nicht, das will ich auch nicht. Jetzt habe ich das drin liegen. Na gut, jetzt bleibt es halt drin. Wir gucken mal kurz in die kleine Zeiteinheit hier, in die Stunde rein. Und da sehen wir es. Wir sehen hier, wartet, ich mache es euch an, untergeordnet den Trend laufen. Also hier sehen wir es schön, die Bewegungen und auch die Korrekturen. Ne? Das Rote sind immer die Korrekturen. Das Grüne sind die Bewegungen, die anfangen. Hier geht es halt darum, kurzfristig haben wir jetzt so ein bisschen Korrektur. Laufen wir über das Zwischenhoch drüber, hier über die Marke von 1,1534 in etwa. Dann haben wir da oben den nächsten Widerstand liegen. Hier die 1,1570. Und da kommt es wirklich drauf an, wenn wir dort auch wieder Käufer sehen, das könnte die Dynamik ordentlich nach oben befeuern. Sehen wir dort aber erstmal ein, sag ich mal, ruhiges Durchatmen, ja? Dann, ich gehe mal kurz in den 4-Stunden-Chart, damit wir es ein bisschen besser sehen. Anlauflevel für eine korrektive Phase haben wir dann ganz klar kurzfristig natürlich hier im Ausbruchsniveau da oben, wo wir die Stunde fortgesetzt haben, ganz grob um die 1,1450 bis hier oben hin, da war ein bisschen Schwungbereich, 1,1463, 64, das ist ein guter Anlaufpunkt, wenn wir tatsächlich ein bisschen Korrektur sehen sollten. Also hier sehr, sehr spannend, viel Marktbeachtung drinnen und mich würde es nicht wundern, wenn wir deutlich weiter steigende Kurse in den nächsten Tagen sehen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob wir Fragen haben. Ja, wir haben Fragen. Und zwar, das ist witzig, unsere Zuschauer hier beschäftigen sich tatsächlich heute auch mit gleichen Märkten. Das heißt, Euro-US-Dollar haben wir gerade. Das heißt, an dieser Stelle passt auch das Ganze. Da hatten wir noch die Frage, wie sich Euro-US-Dollar auf die jeweiligen Kurse auswirken. Also wie schon gesagt, wenn wir einen schwachen US-Dollar haben, wirkt sich das sehr, sehr oft entsprechend auch darauf aus, dass andere US-Dollar-Märkte, andere US-Dollar-Korrekturen das Gleiche mit sehen. Und da bitte immer so auch auf, ein bisschen auf das Thema der Waage achten. Ne? Wenn der US-Dollar leichter wird, dann geht die Waage so. Wenn der schwerer wird, geht die Waage so. Also immer so ein bisschen darauf achten, wo auf welcher Stelle des Währungspaars die Waage entsprechend ist, wo es leichter wird, ja, das Ganze zu sehen. Und wenn wir beispielsweise hier im Euro-US-Dollar sozusagen, ich zeichne das mal ganz kurz ein hier, kurzen Augenblick, Start, das passt hier, so, passt mal auf, wenn wir hier quasi hier die Waage haben, auf der einen Seite der Euro, auf der anderen Seite der Dollar hier an dieser Stelle, dann haben wir hier die Situation, wenn der Dollar bzw. der Euro stärker wird, dann wird das Gewicht hier steigen an dieser Stelle, das heißt, die Waagschale geht hier nach unten und die Kursschale geht hier nach oben und das ist auch das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Hier, schaut euch das einmal an, die Kurse steigen halt nach oben um, weil der Dollar quasi schwächt, der Euro steigt und stärker wird, schwerer wird sozusagen und deswegen bewegt sich das ganze Bild. Es ist jetzt in der Kamera genau umgekehrt, spiegelverkehrt sozusagen. Also das Bild, was wir hier sehen, das ist genau das, was wir da haben und das ist das, was die Märkte beeinflusst. Und wenn der Euro jetzt oder der Dollar quasi auf der anderen Seite steht, dann gehen die Kurse halt in die andere Richtung, dann fällt das Ganze, so rum muss ich es machen. Also diese Dinge muss man immer so ein bisschen im Kopf haben, sozusagen, um hier die Korrelationen auch zu verstehen. So, und dann schauen wir noch auf den Wunschmarkt, britisches Pfund, japanische Yen, den machen wir gleich noch mit hier an dieser Stelle. Britisches Pfund, japanischer Yen haben wir da. Bitte auch immer ein bisschen auf die Nachrichtenlage im britischen Pfund, also in Großbritannien achten. Da gibt es ja einiges, Thema Brexit ist jetzt auch wieder da. Da hat man ja gestern auch die Verschwörungstheorien mit der Wahlbeeinflussung Russlands im Thema Brexit. Also die Presse braucht irgendwas zum Schreiben. So, Freunde, jetzt sehen wir hier britisches Pfund im 4-Stunden-Chart. Wir gehen mal noch kurz auf den Tageschart. Warum ist der Tageschart jetzt wichtig? Der Tageschart ist wichtig, weil wir oben angelupft haben, einen wichtigen Verkaufsbereich. Wir sehen es hier oben. Hier, da hatten wir den kleinen Lupfer über oder auf 1,28, 1,30. Und jetzt muss ich mal kurz hier reingehen. Schaut mal hier ungefähr. Da haben wir die 1,2755, 1,276. Also wir haben hier oben einen Verkaufsbereich, ohne uns jetzt mal auf eine Nummer festzulegen. Visuell, wir sehen es. Das ist ein Verkaufslevel. Da haben wir gestern einen Rückgang gesehen. Heute geht der Markt auch ein bisschen nach unten. Aber, und jetzt bitte das Aber beachten. Wir sehen hier einen Markt nach oben trenden. Ich mache es mal kurz ein mit dem Lower Timeframe. Schaut euch das mal an. Wir haben hier untergeordneten Aufwärtstrend laufen. Und dieser Aufwärtstrend, der ist schön im 4-Stunden-Chart zu sehen. Wartet, hier mache ich das gleich mal wieder rein. Hier, da sehen wir schön den Aufwärtstrend da. Und was wir hier sehen, in der laufenden Bewegung sozusagen, ist die korrektive Flagge.
Hier, guckt euch das mal an. Das ist mal wieder eine Flagge, die wir hier sehen, nach einem schönen starken Anstieg. Und wir wissen es, Flaggen auf diesen kleinen Zeitrahmen hier bezogen sind in einem Aufwärtstrend eher ein bullisches Zeichen. Und wenn das die Korrektur unter dem Widerstand ist, haben wir gute Chancen, dass die Flagge nach oben ausbricht, zumindest wenn sie sich nicht zu tief ausdehnt. Ja, ganz, ganz tief ausgedehnte Flaggen sind häufig ein Zeichen von Schwäche, dass der Markt einfach sehr, sehr stark und lange abverkauft. Das ist dann eher nicht so das Zeichen. Aber eine Ausdehnung hier unten in diesen Ausbruchsbereich, in diesen kleineren, etwas in dem Bereich um die 1,267, das wäre ein gutes Level. Und wenn wir dort den Ausbruch bekommen, dann können wir schön nach oben treten. Kommt, je früher er kommt, ja, je schöner ist das natürlich. Da sieht man, dass die Dynamik da ist und wir hier ziemlich schnell übers Hoch drüber laufen können. Und wenn das kommt, dann haben wir wirklich gute Chancen, hier den Widerstandsbereich rauszunehmen und auf das Zwischenhoch zu laufen, was wir hier oben drüber gehabt haben. Aber ich sehe gerade, das ist britisches Pfund US-Dollar. Ihr wolltet ja entsprechend britischen Pfund, japanischen Yen. Wurscht, haben wir jetzt noch eine Chartanalyse zusätzlich gemacht. Britisches Pfund US-Dollar. Also hier die Oberseite im britischen Pfund US-Dollar ist gut dabei. Das hätten wir da. Und jetzt kommt wirklich der Wunschmarkt. Britisches Pfund, japanisches Yen. Sorry dafür. Ich war gerade so euphorisch, als ich den Chart gesehen habe. Britisches Pfund, japanisches Yen. Da haben wir es. So. Sorry, guys. Leute, es ist Sommer und ich brauche Urlaub. Man merkt es immer wieder. Das Ganze hier jetzt mal kurz mit Blick in den Tageschart rein. Sehen wir hier unten der untergeordnete Trendverlauf. Der ist voll da, der ist voll intakt. Ja. Das Drehlevel hier oben ist die 1,3635 und da verharren wir gerade so ein bisschen drunter. Deswegen schauen wir hier mal eben in die kleinere Zeiteinheit rein. Wartet mal, ich mache mal den 4-Stunden-Chart auf. Das ist, glaube ich, ein bisschen entspannter zu sehen. Wir sehen es, wir sind verortet in einem Aufwärtstrend. Wartet mal, ich mache mal kurz das Trenderkennungstool rein hier. Also das MTON Live-Signal. Dem einen oder anderen wird dieses Tool helfen, die Trends ein bisschen besser zu erkennen. Viele Handelssignale laufen ja auf Trendbasis. Und hier sehen wir es mal, was ist. Das heißt hier, schön der Markt nach oben getrendet. Kurz ein kleiner Abwärtstrend. Und jetzt sehen wir es hier, wenn wir das mal rausnehmen, im Untergeordneten haben wir jetzt wieder einen validen Aufwärtstrend. Und dieser valide Aufwärtstrend hier an dieser Stelle hängt halt oben dran an diesem Verkaufslevel hier. Ne? Dieses kleine Zwischenhoch, 136,35 ist da. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was passiert. Wir drehen uns gerade so ein bisschen im Kreis hier um dieses Ausbruchslevel. Diese Marke, also dieser Bereich hier, das ist aktuell ein Support-Level. Deswegen, ich mache das mal eben grün. Und dieses Support-Level hält den Markt momentan ab, nach unten zu fallen. Und das ist technisch gesehen erst einmal eher ein gutes Zeichen. Ein nicht so gutes Zeichen wäre es, wenn wir hier weiter deutlich nach unten abverkaufen. Also auch hier deutet sich ein bisschen sowas an, wie eine Flagge, die wir hier in diesem Bereich sehen kann. Also hier in etwa nicht ganz so sauber oder schön wie gerade im britischen Pfund US-Dollar, also im Cable. Aber es ist da, es trendet so ein bisschen nach unten und auch hier kommt es jetzt drauf an, wie weit wir laufen. Wie schon gesagt, das Verharren hier in diesem Kaufbereich ist ein gutes Zeichen, ein bullisches Zeichen. Da müssen wir aber auch irgendwann mal rauf, ne? Das ist das Wichtige. Ansonsten sollten wir tatsächlich unten drunter durchbrechen, also hier unter diese Marke, unter dieses kleine Zwischentief, dann sehen wir, ich gehe mal kurz in den 15-Minuten-Chart, dass sich hier dieser Abwärtstrend, den wir hier haben, also das hier, der abwärtstrendende Markt, dass sich das entsprechend nach unten fortsetzt, also unter diesem Zwischentief hier. Und das wäre dann tatsächlich ein Zeichen, dass wir erstmal tiefere Korrektur sehen. Und wenn wir uns den 15-Minuten-Chart hier auch mal anschauen wollen oder das Ganze tun, dann sehen wir, dass wenn wir hier tatsächlich unter die 135,70 drunter fallen, dass wir der erste mal ein ganzes Stückchen Luft nach unten haben. Der nächste grobe Auffangbereich, den haben wir hier im kleinen Bild um die 135,15. Ne? Das ist die Marke, die wir hier unten sehen, 135,15 hier in diesem Drehbereich, was wir unten gehabt haben. Also es ist hier interessant und wie schon gesagt, entscheidend ist jetzt aus aktueller Sicht auf die Verortung, das, was hier in diesem Level passiert. Ein Rutsch nach unten unter 135,70. 71 könnte erstmal einen schönen Schub nach unten bringen. Kleiner Zwischenhalt hier wäre mal noch zu erwarten, hier um diesen Peaks nach oben, den wir hier auch mit Dynamik rausgenommen haben, um die 135,48, die Marker hier mal im Kleinen für das, was drauf ankommt. Ich hoffe, das passt soweit. Weitere Fragen habe ich jetzt hier
nicht weder in Facebook noch in Zoom. Das heißt, an dieser Stelle sage ich für heute wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Auch ein Dankeschön für all die, die Videos eben im Nachgang auch immer anschauen. Ich freue mich immer über Likes. Also einfach mal ein Däumchen hoch hier auf Facebook oder auch auf dem YouTube-Kanal, wo auch immer die Videos geschaut werden. Das freut mich und ich sage allen gute Trades und bis morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss. 8:30 Uhr. Live in der Sendung Blog-Eintrag gibt's vorher. Bye bye.